das, was ich eigentlich immer gesagt habe, dass ich hier bei diesem Club, der für mich nach wie vor ein besonderer Club ist, dass ich hier nachhaltig arbeiten kann. Eben dieser Faktor Vertrauen ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist eine Kette. Ich glaube, wenn man als Trainer Vertrauen spürt, dann kann man Spielern Vertrauen geben. Und wie wir eben auch schon besprochen haben und wie alle wissen, ist es so, dass wir halt einen sehr, sehr großen Umbruch im gesamten Club, aber natürlich auch innerhalb der Mannschaft und schlussendlich, muss ich auch sagen, im Trainerteam wieder haben. Ja, das war mit Ricardo. Zum einen, auch ein Trainerteam muss sich finden. Mit Philipp haben wir jetzt schon 5 Wochen zusammengearbeitet, diese Saison jetzt 2 Wochen. Aber auch das sind Dinge, die sich natürlich auch mit der Zeit absolut weiterentwickeln müssen, optimieren müssen. Ja, ich glaube einfach, wer die zweite Liga kennt, weiß, dass das sowohl zweite als auch dritte Liga sind beides sehr, sehr hartnäckige Ligen, sehr umkämpfte Ligen mit einer extremen Leistungsdichte. Und ich glaube einfach, dass es darum geht, nachhaltig und konsequent an Inhalten zu arbeiten. Ich glaube, kurzfristiges Pushen, das hilft mal, das bringt eine Sache mal in Schwung oder kann eine Sache in Schwung bringen. Aber letztendlich glaube ich, dass es für den ganzen Verein auf allen Ebenen und natürlich auch mit der Mannschaft in der Arbeit auf dem Platz darum geht, mit einem klaren Plan, mit der nötigen Ruhe, aber auch mit dem nötigen Biss, mit der nötigen Gier, letztendlich immer wieder an Inhalten zu arbeiten. Also wir haben darüber gesprochen, dass das System ein 4-3-3 sein soll. Ja. Danach ist der Kader geplant und das ist einfach mal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und letztendlich geht es darum, aus diesem System natürlich verschiedene Arten des Spiels und der Interpretation zu kreieren. Und das ist eben etwas, was Zeit braucht. Ich kann das ganz deutlich sagen, dass das aus meiner Sicht, was wir gegen Greuther Fürth gemacht haben und auch jetzt in Aalen, im Grunde genommen sogar die etwas defensivere Interpretation dieses Systems ist. Ja. Da quatschen wir auch jetzt nicht drum rum. Es ist einfach so, für mich ist eine Sache sehr wichtig, ist Loyalität. Das ist zum einen dem Cheftrainer gegenüber, mit dem ich gearbeitet habe. Deswegen, sage ich mal, das ist ein Grund, warum ich sage, das hätte mich womöglich zögern lassen. Auf der anderen Seite aber auch Loyalität dem Club gegenüber. Und mir ist eben dieses Gefühl des Vertrauens, das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt für mich gesagt habe, okay, der Club kennt meine Arbeit, wir schätzen uns gegenseitig. Und deswegen war, als der Gerhard mir ganz klar auch vermittelt hat, wir wollen das mit dir machen, war für mich klar, dass ich da der Loyalität dem Club gegenüber folge.